Velázquez erreichte ein Alter von nur 61 Jahren. Als 1659 nach Abschluss des Pyrenäischen Friedens die spanischen und französischen Königsfamilien auf der kleinen Insel Bidasoa zusammenkamen, um die Infantin Maria Theresia mit Ludwig XIV. Zu verheiraten, wurde er als Reisemarschall vorausgeschickt. Hier befiel ihn ein Fieber, dem er kurz nach seiner Rückkehr erlag. Am 6. August 1660 wurde er mit allen Ehren, die einem Ritter des Santiago-Ordens zukommen, begraben. Viele Edelleute und Granden waren zugegen, wie es im amtlichen Berichte heißt. »Quedo abatido«, »Ich bin niedergeschlagen«, schrieb der König an den Rand des Schriftstückes, in dem er über den erledigten Gehalt seines Hofmalers verfügte. Später, nach Philipps des Vierten Tode, fiel die Stelle dem Juan Carreño de Miranda zu. Er hatte die traurige Aufgabe, den Todeskampf, die letzten Zuckungen der spanischen Habsburger zu verewigen. Marianne von Österreich, die 20 Jahre vorher als fescher Backfisch von Wien gekommen war, ist nun die finstere Regentin. Entweder sie steht ganz in Schwarz gekleidet, das blonde Haar in dünne Zöpfe geflochten, in der bekannten Audienzpose streng und würdevoll da, oder sie sitzt als Äbtissin, einen schwarzen Nonnenschleier auf dem Haupte, am Schreibtisch, im Begriff, ihre Unterschrift unter Dekrete zu setzen. Dann wurde Karl II. Für Carreño das, was für Velázquez Philipp gewesen.